Today we're going to be talking about PowerPoint. Ja, ich hatte vergessen, worüber wir sprechen wollten, und eigentlich sollte es die überaktive Harnblase sein. Hallo Freunde, heute mal ein Thema, das jetzt mehrmals nachgefragt wurde, nachdem ich das erwähnt hatte, die Reizblase. Oder um das jetzt mit medizinischen Vokabeln zu belegen, die idiopathische, also in ihrer Ursache nicht erkannte, überaktive Blase. Häufiges Problem bei Nebennierenschwäche. Dieser Aufsatz wurde von Privatdozent Dr. Heinrich Schulte Bauklo gemacht. Bauklo ist ein interessanter Beiname, wenn man sich so eines Themas annimmt. Und meine Frage ist einfach, ob er das über die Ehe erworben hat oder immer schon ein Bauklo war. Aber das hat jetzt mit dem Thema an sich nicht so viel zu tun, außer semantisch vielleicht. Das Bild von der Dame, die sich jetzt da um die Leibesmitte fasst, passt ziemlich gut, obwohl die meisten Menschen mit Nebennierenschwäche, beginnender Nebennierenschwäche eher Männer sind und Frauen, die eine Gelbkörperbildungsschwäche haben und dass der Eisprung nicht so super läuft und auch die Gelbkörperbildung dann nicht so kräftig ist, ist dann die Ursache, dass Estradiol und Progesteron nicht so stark gebildet werden, wie das sein könnte. Und dann formt sich der Körper in der Pubertät nicht so stark um. Und wenn ich so eine schlanke Frau sehe, die nicht so die, wie soll man sagen, diese klassischen weiblichen Formen hat, diese Rundungen, da kann man sozusagen einfach vom Ansehen her schon sagen, okay, wahrscheinlich bildet sie nicht den kräftigsten Gelbkörper aus. Und wenn das passiert, dann hat sie oft zyklusabhängig Richtung Periode hingehend eine nervöse Blase, eine Blase, die eher schmerzt, eine Blase, die auch dann öfters eine gewisse Überaktivität hat, dass man eben öfters auf die Toilette gehen muss. Man denkt, man hat einen Harnwegsinfekt. Da gibt es relativ viele Frauen, die das haben, aber interessanterweise, Männer landen ja bei Nebennierenschwäche, die haben ja jetzt nicht diese Eisprung-Gelbkörper-Thematik, was ja ein gewisser Nachteil ist, aber sie haben eine konstante Androgenbildung und das sind dann paar andere Hormone eher beteiligt an Auftreten so einer Störung. Und da ist das Aldosteron dann viel bedeutsamer, was in der äußeren Schicht von der Nebenniere gebildet wird. Und wenn hier meistens auch verbunden mit einer schwankenden Cortisol-Ausschüttung auch das Aldosteron so unregelmäßig in das Blut gelangt, dann gibt es da so einen Impuls, dass die Nebenniere hier die Niere nicht gut anleitet, was jetzt den Fluss von Harn betrifft. Da kommt zwischendurch zu viel Wasser an in der Niere und dann auch im ableitenden Harnsystem. Und dann haben wir so kleine Füllungsphänomene von der Harnblase, die dann erklären, dass auch da ein Mechanismus kommt, ja, jetzt muss ich das entleeren. Und der wesentliche Unterschied jetzt mal zwischen Frauen mit der Gelbkörperschwäche und dem Mann mit seiner Nebennierenthematik ist, dass Männer eher viel Wasser dann ausscheiden. Also die mit dem Harn, das meine ich mit Wasser, die gehen auf die Toilette und die wundern sich, warum habe ich so viel Harn? Warum muss ich dauernd gehen? Alle Stunden oft, und es ist dann relativ viel Wasser, während das die Frauen nicht so haben. Die haben eher das Gefühl, die ganze Zeit gräbt was, es tut auch weh und man versucht dann zu gehen, aber es kommt nicht so viel Harn raus. Und deswegen, das sind die Hauptursachen, über die wollen wir dann abschließend nochmal genauer sprechen. Wichtig ist aber auch bei so einem Thema, dass man so einen allgemeinen Überblick hat. Und wenn wir dem Herrn Bauklo jetzt mal folgen, in seinen Artikel, es gibt da einfach ein paar Aspekte und natürlich auch Lösungsvorschläge. Ich glaube, dass man prinzipiell sagen muss, in dem Moment, wo ich von der Harnblase spreche und wie sie funktioniert, bin ich medizinisch in einer Schublade gelandet, wo die dann nur geöffnet wird von Urologen. Urologen sind in ihrer Ausbildung aber leider so, dass sie zuerst Chirurgen werden und dann sich auf die Urologie spezialisieren können. Und das führt dazu, dass die eben, wie das bei Chirurgen oft üblich ist, viel mehr von invasiven Methoden halten und auch so eine einfache Lösung manchmal suchen, auch wenn das vielleicht einen starken Eingriff darstellt oder auch dann irgendwo einen Schaden hinterlässt. Man denkt trotzdem als Urologe eher an so harte Maßnahmen. Das ist ja
der Klassiker bei den Männern. Also Männer, die das Pech haben, dass die Prostata zu groß wird, das wird ja dann abgehobelt zum Beispiel. Ne? Und jetzt wirklich einem in die Harnröhre dann so ein Katheter zu stecken und dann hobeln anzufangen, bis es blutet, ist eine typische chirurgische Methode, will ich mal sagen. Ne? Zartere Methoden haben dann nicht so die gute Chance. Das müsste man einleitend sagen, weil Gesamtzusammenhänge im Körper oft da gar nicht so gut betrachtet werden und manchmal da so ein bisschen eine Scheuklappenmentalität zu beobachten ist. Wichtig ist, glaube ich, aber in dieser Fortbildung als erstes Mal zu verstehen und zu begreifen, wie viele Menschen hier Probleme haben. Und zwar sagen 17% der Erwachsenenbevölkerung, dass sie eine Reizblase oder schwache Blase haben. 17%. Und das ist schon ganz schön hart. Das ist schon fast ein Fünftel der Bevölkerung, der Erwachsenen. Das erfährt man aber nicht ganz so stark, weil es eben auch schambesetzt ist. Dann ist es sinnvoll, wenn man jetzt so ein Thema hat, dass man ein bisschen genauer hinschaut, was habe ich jetzt konkret, ne? Weil nicht jeder, der was mit der Blase hat und öfters auf die Toilette muss, also Wasser lassen muss, ist dann in der gleichen Kategorie. Zum Beispiel gibt es ja die neurogene überaktive Blase, von der soll man das ja auch als abgrenzen. Und zwar Menschen mit Multiple Sklerose haben das häufig, dass eben dann auch ein unwillkürlicher Harnabgang ist. Menschen mit Morbus Parkinson in höherem Alter haben ganz viele Menschen natürlich diese Probleme, weil die Nerven, die hier dafür zuständig sind, nicht mehr so gut funktionieren. So kann man sagen, auch die Muskulatur sich reduziert hat und das ist auch ein wichtiger Teil dieses Themas, aber dann von der überaktiven Blase. Auch hier spielen diese nachlassenden Möglichkeiten des Körpers eine wichtige Rolle. Aber wichtig wäre jetzt zu sagen, wenn ich jetzt von einer Reizblase spreche, dann müsste man öfters auf die Toilette gehen zum Harnlassen. Und die Frage ist eben, wie oft? Und dann gibt es eine Definition. Das eine ist die Nyktorie, dass man nachts gehen muss. Und normalerweise sollte es so sein, dass man nachts nicht auf die Toilette muss, dass man nicht davon geweckt wird. Wenn das einmal ist und vielleicht in den Morgenstunden dann auftritt, ist es ein bisschen ein Übergang. Wenn es zweimal ist, ist es schon zu viel. Und manche stehen sechsmal, im Extremfall zehnmal nachts auf, um Wasser zu lassen. Das ist ein Problem. Die Polakysurie ist das häufige Wasserlassen tagsüber. Und auch hier muss man sich zuerst die Frage stellen, was ist normal? Normal ist, vielleicht maximal dreimal am Tag zu gehen. Und wenn es mehr als achtmal innerhalb von 24 Stunden ist, dann würde das diese Diagnose treffen. Also da hat man ein bisschen noch eine gewisse Schwankungsbreite, die akzeptiert wird, als was ist normal. Ne? Das ist manchmal nicht so leicht festzulegen. Und dann gibt es die Dranginkontinenz und die Stressinkontinenz. Und da muss man ein bisschen unterscheiden. Bei der Dranginkontinenz hat man Harndrang. Und dann plötzlich merkt man, dass der Schließmuskel nicht mehr ganz dicht ist. Das ist nicht so schön. Kann man dann manchmal ein bisschen beeinflussen, indem man halt häufiger auf die Toilette geht. Und da ist dann meistens auch, wenn der Hahn abgesetzt wird, dass es schwierig ist, einen schönen regelmäßigen Strahl zu machen und dann auch bis zum Ende die Blase zu entleeren, sodass nicht irgendwelche Tropfen noch irgendwo hingehen. Das ist die Dranginkontinenz und mit der schlagen sich viele Menschen rum. Gerade in der Mitte des Lebens taucht das auf und auch hier wieder die Verbindung. In der Mitte des Lebens ist ja meistens so, dass die Nebennieren schon über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg überfordert wurden, stark gefordert wurden. Und dann ist die Hormonbildung unstetig in den Nebennieren am Anfang und das begünstigt dann das Auftreten solcher Störungen. Und dann gibt es als zweites eben die Stressinkontinenz und die Stressinkontinenz hängt mit einem erhöhten Druck im Bauch zusammen. Da wird jetzt immer wieder erwähnt, wenn ich schwere Lasten hebe oder huste.
Beim Husten Hand zu verlieren ist aber fast eine Kunst. Das muss ein starker Husten sein, der den ganzen Körper erschüttert, nicht so ein Hüsteln. Und was hier völlig verloren geht in dieser Einteilung, das kann ich gleich vorausschicken, ist, dass es natürlich einen Unterschied macht, wie viel Druck im Bauch ist. Und Druck im Bauch baut sich ja auf, natürlich durch, grob mal gesagt, zu viel Essen und zu viel Stuhlgang im Bauch, aber das ist nicht die Hauptursache. Die Hauptursache ist Gas, das von Bakterien gebildet wird, die eigentlich im Darm und im Menschen nichts zu suchen haben. Das sind Schädlingskeime, die man versuchen sollte wegzukriegen. Und da macht es natürlich einen riesen Unterschied, wenn ich jetzt im Darm schon sehr viel Luft habe, wie einen Luftballon drin habe und dann huste ich noch, ja, dann kann natürlich sehr schnell der Schließmuskel überfordert werden und dann kann ich sehr schnell Hand verlieren. Also eine wichtige Frage bei dieser Thematik ist immer, wenn ich so stehe, man kann sich vor den Spiegel stehen, man kann den Bauch einfach mal entspannt machen und da muss man schauen, wie weit er sich vorwölbt. Und ein sich vorwölbender Bauch muss man unterscheiden, ist das jetzt sozusagen der Speck, also das Fett im Unterhautgewebe, das ihn vorwölben lässt. Manche haben das ja auch deutlich, eine Fettschürze, wie man das nennt gern, kurz um den Nabel rum. Oder ist es Luft? Und die Luft ist viel bedeutsamer. Also ein bisschen Körperfett da zu viel zu haben, ist nicht so dramatisch. Aber je mehr Luft ich im Bauch habe, desto mehr habe ich eine Störung verschiedenster Abläufe. Und da kommt wieder die Verbindung zur Nebennierenschwäche. Mit sehr viel Luft im Bauch habe ich meistens eine gestörte Nebennierenfunktion. Und so kann ich im Grunde genommen mit der Zufuhr von günstigen Bakterien, mit einer Vermeidung von Zucker, Süßstoffen, leicht aufspaltbaren Kohlenhydraten in der Nahrung, Zufuhr von mehr verschiedenen Pflanzen, von Pilzen, kann ich die Luft reduzieren und werde natürlich das als wichtige Maßnahme schon einsetzen können gegen den Harnverlust. Weil ein Harnverlust, der eine Stressinkontinenz ist, der ist, wenn es mir gelingt, die Luft rauszukriegen, wunderbar zu behandeln mit dieser natürlichen Maßnahme, die dann viele andere Vorteile auch noch hat fürs Immunsystem und fürs Hormonsystem in Bezug auf die Schmerzneigung, Entzündungsneigung im Körper. Also das hat ja Menge Vorteile. Deswegen, das fällt hier total unter den Tisch. Da wird immer gesprochen von Heben von schweren Lasten. Da muss man polemisch gleich sagen, wer hebt heute noch schwere Lasten? Ne? Das sind oft junge Männer, die das eben noch machen und nicht mehr ganz so viele andere. Viele lassen sich das abnehmen von Maschinen oder von anderen, die das für sie dann machen. Okay. Und das nächste ist jetzt nicht so relevant. Sehr wichtig ist auch hier wieder zu sehen, da wird schon aufmerksam gemacht, was für drastischen Einschnitt das zur Folge hat, wenn man Harn verliert. Ja, auf die Lebensqualität. Das ist körperlich verbunden mit Beschwerden, die jetzt zum Teil auf die Harninkontinenz direkt zurückzuführen sind, zum Beispiel gestörter Schlaf. Aber wenn der Schlaf gestört ist, weil ich dauernd aufstehen muss, dann habe ich oft auch Konzentrationsstörungen und Müdigkeit tagsüber. Dann ist mein Tag auch nicht so energievoll. Und um mir Kraft zu schaffen, esse ich oft was, was süß ist. Und was mir wieder mehr Luft im Bauch macht. Und so kann sich das gegenseitig verstärken, ganz übel. Weniger sexuelle Aktivität, einerseits, weil man weniger Lust hat, weil man auch als Mann viel schlechter eine Erektion bekommt und die unterhalten kann, aber natürlich, weil man sich auch schämt. Ja, also, wenn es dann überhaupt in die Richtung Sexualität geht, kann das wirklich ein Hemmschuh werden, dass man sagt, jetzt geht's nicht, weil, ja, ein störender Geruch da ist oder ich die Angst habe, dass während der Sexualität Harn abgehen könnte. Das ist natürlich schon ein drängendes Thema. Oft werden Menschen mit diesem Thema dann auch, wenn sie älter sind, eher ins Pflegeheim geschickt, weil man das auch als Ausdruck eines Verfalls oft sieht, ne? Zumindest die Menschen, die sich um einen kümmern. Und dann erfordert es auch sonst ja auch Veränderungen, dass man dann sagt, ja, dass man dann spezielle Unterwäsche trägt, Vorlagen trägt, Windeln trägt. Man muss aufpassen, im Bett muss man dann auch auf einer Unterlage liegen, die dann wasserdicht ist und muss eben dann
meistens täglich gewechselt werden, wenn das nachts passiert. Also es hat großen Einfluss hier. Seelisch, was das Selbstwertgefühl betrifft, macht das einen deutlichen Einschnitt. Man zieht sich oft auch zurück. Man überlegt sich immer, wo ist die nächste Toilette? Also man ist nicht mehr so frei, wenn man rumläuft. Wirkt sich beruflich auch schlecht aus. Also das finde ich sehr gut an dieser Fortbildung, dass das eben hier gut thematisiert wird. Ne? Gut, und dann wollte ich nur mal kurz sagen, kommt man dann zu den Lösungsvorschlägen, erschrickt man ein bisschen. Ganz gut ist, wie klärt man es ab und was sind so kleinere Maßnahmen? Das wollen wir kurz besprechen. Also zuerst wird mal überlegt, wie oft ist das, wird gezählt, wie schwer ist die Symptomatik. Dann wird überlegt, wie viel man trinkt. Das mit dem Trinken ist aber ein bisschen albern, weil ob ich viel oder wenig trinke, wenn ich diese Störung habe, wird halt mit dem, was ich trinke, dieses Problem gemacht. Klar kann man dann sagen, trinke ich weniger, wird nicht so viel Urin rausfließen, aber es löst das Problem im Grunde jetzt mal nicht. Aber dann, was wertvoll ist als Hinweis, ist, dass man sagt, okay, könnte was anderes sein. Also zum Beispiel, ich habe einen Diabetes mellitus, der überhaupt nicht im Griff ist. Da verliere ich ja auch viel Zucker über den Harn und dann reißt es sehr viel Wasser mit. Das kann ja oft der vermehrte Harnfluss ein Hinweis sein, dass hier jetzt ein Diabetes mellitus außer Kontrolle gerät. Und Diabetes mellitus macht natürlich, wenn er länger anhält, auch Nervenstörungen. Und das kann natürlich dann auch bei solchen Abläufen dann eine Rolle spielen. Dann ist es interessant zu sehen, was ist schon an Schädigungen in diesem Bereich passiert. Da haben sehr viele Frauen das Thema, dass sie Kinder auf natürlichem Wege geboren haben und dann durch Dehnungen und Reißungen Veränderungen passiert sind, die nicht so ohne jetzt wieder in Gang zu bringen sind. Und das erklärt ja auch, warum bei uns mindestens ein Drittel der Kinder schon Kaiserschnittgeburten sind, weil die natürliche Form, ein Kind zu gebären, nicht so ohne ist, mit vielen Gefahren verbunden ist, aber auch mit gewissen Schädigungen verbunden ist. Sollte das vorliegen, ist natürlich die Frage deutlicher zu stellen, kann ich mit einem chirurgischen Eingriff das auch wieder in Ordnung bringen oder zumindest positiv beeinflussen. Diese Frage muss auch geklärt werden. Dann ist das Thema Harnwegsinfekt natürlich zu klären, aber das kann man ganz einfach machen. Man macht einen Streifentest und schaut, was drinnen ist. Und wenn das Nitrit positiv ist, dann sind ja Bakterien drin. Und Bakterien sollten im Urin eigentlich nicht sein. Wenn die Leukozyten hochgehen, also die weißen Blutkörperchen, dann ist auch eine Infektsituation dran beteiligt. Der Körper reagiert drauf, der schickt diese Zellen dorthin. Wenn Blut drinnen ist, dann ist die Schleimhaut auch so geschädigt, dass sie an manchen Stellen ein bisschen blutet. Das ist dann noch gravierender. Und wenn alle drei diese Dinge zusammen auftreten, ist natürlich schon die Frage zu stellen, ob man mit einer Antibiotikatherapie das Problem lösen kann oder mit schonenderen Verfahren. Da ist ja sehr stark die Mannose jetzt im Thema. Femmannose heißt das, gibt es in jeder Apotheke rezeptfrei. Das wäre ein Zucker, der Bakterien in sich, also sich mit Bakterien bindet, wenn er ausgeschieden wird, und damit die Bakterien dann auch ausgeschieden werden können. Und das reduziert ihr dann auch. Also wenn es nicht zu gravierend ist, kann man zum Beispiel diesen Weg machen. Das viel Trinken ist auch gut, weil dann einfach mehr Fluss da ist. Aber in Verbindung mit Femanose ist das natürlich viel effektiver. Ne? Ja. Medikamente haben da oft auch einen Einfluss. Ja, okay, das wäre jetzt hier grob Dinge, an die man denken sollte. Und ich schreite jetzt einfach mal mit diesem vor und zeige mal diese Grafik. Wie würde ein Urologe das jetzt empfehlen? Und da haben wir jetzt als erstes ganz links oben Gewichtsreduktion. Da muss man natürlich sagen, das ist leicht gesagt, weil Gewicht zu reduzieren ist fast unmöglich willentlich, weil die hormonelle Steuerung so gekoppelt ist, dass man das vorübergehend sehr gut kann und sich dann eben sehr rasch wieder rückwärts bewegt. Aber auch, weil beispielsweise Schädlingskeime, die bei uns leben, Signale abgeben können ans Gehirn, dass doch wieder
das möglichst gegessen wird, was diese Bakterien ernährt. Und als Nebeneffekt nimmt man dann auch an Gewicht zu, weil das insgesamt zu viel Kalorien sind. Also Gewichtsreduktion ist vielleicht keine so gute Empfehlung, aber die Empfehlung zu sagen, ich gebe in die Nahrung immer wieder Bakterien rein. Also ich esse beispielsweise ein nicht pasteurisiertes Sauerkraut oder Kimchi, habe ich auch erst neulich entdeckt, dieses südkoreanische. Das ist eine Kombination von vergorenen, bakterienhaltigen Gemüse mit Gewürzen, die das dann sehr scharf auch machen. Das ist eine interessante Art, sein Mikrobiom auch aufzubessern. Und dann eben das Vermeiden von Dingen, die rasch zu Zucker werden, weil das essen die Schädlingskeime am liebsten. Also die Empfehlung würde ich besser geben. Verminderung des Koffeinkonsums. Okay, das so eine Riesenbedeutung hat. Kaffee, der keine Milch und kein Zucker drinnen hat, ist ein positives Nahrungsmittel, weil es viel Polyphenole hat. Aber natürlich ist mit einzubeziehen, dass ich hier auch ein, grob gesagt, ein Aufputschmittel, ein Stimulanz nehme, was natürlich auch eine nervöse Reizung der Harnblase auslösen kann. Deswegen muss man sich ein bisschen überlegen, ob das der Koffeinkonsum zu viel ist. Aufgeben des Rauchens, frag mich wirklich, ob Rauchen so schädlich in der Hinsicht wirkt. Ich glaube es mal nicht. Blasentraining und Beckenbodentraining ist ganz interessant. Gerade das Beckenbodentraining würde ich schon machen. Gerade wenn ich sage, irgendwo ist eine Störung entstanden, durch eine Geburt zum Beispiel oder durch den Alterungsprozess oder durch jahrelange hoher Druck im Bauch, also durch Übergewicht in Verbindung mit zu viel Luft im Darm. Da ist natürlich der Beckenboden oft geschwächt, vorgewölbt. Und wenn man das regelmäßig trainiert, also das kann man selber machen, man weiß ja oder man spürt ja, wo der Beckenboden ist und die Muskeln, die kann man ja spüren und zusammenziehen. Der wesentlichste Faktor ist aber, dass man dann, wenn man zusammenzieht, das mindestens 5 Sekunden lang hält und dann wieder loslässt. Weil nur wenn sie es wenigstens 5 Sekunden halten, ist das eine isometrische Muskelbewegung, die dann auch die Kräftigung der Muskulatur bedingt. Also da müssen sie ein bisschen länger das zusammenziehen und dann wieder loslassen, als man das so instinktiv machen würde. Wenn man es ein paar Minuten am Tag macht, wird das schon stärker. Flüssigkeitsaufnahme einschränken ist eine bisschen problematische Empfehlung aus meiner Sicht, weil sie trinken ja oft das, was sie brauchen. Das weiter einzuschränken, nur damit dann die Harnblase sich nicht so schnell entleert, wird erkauft mit allen möglichen Problemen in anderen Bereichen. Der Körper muss ja auch mit Flüssigkeit versorgt werden. Also das empfehle ich so nicht. Regelmäßiger Entleerungsrhythmus, okay, das kann man machen, dass man sagt, man zieht sich zur Uhr sozusagen. Ja, und dann sieht man schon, das wird als weniger invasiv ganz links jetzt beschrieben. Und da wird auch mit hineingezählt das Auffangen des Harns mit Selbstkatheterisierung und Windeln und dergleichen. Okay, also Inkontinenzprodukte. Und dann kommt schon als nächster Punkt die medikamentöse Therapie. Es gibt Medikamente, die das positiv beeinflussen können. Und da hat es mich ein bisschen gefreut, die Hormone drin zu finden, die Östrogene. Und Östrogene können auf jeden Fall helfen, wenn ich einen Östrogenmangel habe. Das wäre die erste Voraussetzung. Und wenn ich jetzt eine Frau bin, die noch die Monatsblutung kriegt und ich gebe Östrogene, dann bilde ich danach auch mehr Progesteron aus über den Gelbkörper. Und das kann die Lösung sein, dass ich dann sehr gut versorgt werde. Wenn ich natürlich jetzt einer Frau, die keinen Zyklus mehr hat, nur Östrogene gebe, ist so ein bisschen die Frage, wie sinnvoll das ist. Das Estriol, das die Schleimhaut feuchter macht, kann ja vielleicht eine gewisse positive Wirkung machen. Und das Estradiol würde auch mehr Flüssigkeit im Kreislauf halten und auch im Gewebe halten, das sonst zu schnell über die Blase rausgeht. Also gibt es eine gewisse stabilisierende Wirkung, die die auslösen können. Aber natürlich fehlt in der Liste einiges. Und vielleicht ist das ein ganz guter Moment, darauf zu sprechen zu kommen. Beispielsweise habe ich ja die Süßholzwurzel. Und wenn ich meinen Puls fühle und ich merke, dass der Puls ein bisschen schwach ist, gar nicht so leicht tastbar ist, und ich
messe den Blutdruck und ich sehe, der Blutdruck ist auch eher niedrig, dann habe ich, egal ob ich jetzt Mann oder Frau bin, eine klassische Trockenheit und ja, jetzt Minderung des Pulses, aber auch des Blutdrucks, weil zu wenig Flüssigkeit in den Adern gehalten wird durch Hormone, die dafür zuständig sind, vor allem die Mineralkortikoide, deren bekanntestes das Aldosteron ist. Und die Süßholzwurzel ist bekannt als Arznei, die den Blutdruck steigert. Ich will natürlich nicht zu so viel nehmen, dass mein Blutdruck überschüssig wird. Aber ich kann, wenn ich jetzt eine nervöse Blase habe, weil meine Aldosteronausschüttung schlecht ist, mit dieser Pflanze meine Aldosteronbildung verbessern. Die Wirkung hat das. Es entsteht auch mehr Cortison, was auch ganz gut ist, wenn ich eine Phase 1 sozusagen der Nebennierenschwäche habe, wo die Ausschüttung sehr unregelmäßig ist und insgesamt ungenügend ist. Wenn ich also morgens 500 Milligramm Süßholzwurzel nehme, kriegt man bei Sunday Natural zum Beispiel, ne? Dann habe ich in vielen Fällen ein kräftiges Mittel gegen eine Reizblase, wenn eine Aldosteronstörung dahinter ist. Das ist jetzt bei Männern ganz entscheidend, bei vielen Frauen auch. Bei Frauen ist als zweites Thema dann noch die Gelbkörperbildung, ob die stattfindet oder ob ein Progesteronmangel herrscht. Ein Progesteronmangel ist ja dann auch oft ein Thema, gerade in den 40ern. Wenn man schon sagt, ich bin in der Lebensmitte, jetzt wird meine Blase undicht, das ist ja oft der Progesteronmangel in der Zeit vorherrschend. Da kann ich natürlich konkret auch Progesteron geben, aber dann gibt es auch pflanzliche Varianten und da wäre der Jamswurzelextrakt sehr interessant. Die wilde Jams, 500 Milligramm täglich oder mit Boxhornklee. Boxhornklee gibt es als Gewürz, gibt es auch als Kapseln, werden angeboten. Und auch hier kann man einfach in der täglichen Einnahme der Standarddosis, die dann empfohlen wird, sehen, ob das einen Einfluss auf diese Harnthematik hat. Und das hilft oft. Also hingegen die Dinge, die hier sonst angeführt werden, also Antidepressiva zum Beispiel oder welche, die den Muskeltonus erhöhen, das muss man sich so ein bisschen überlegen, wie hilfreich das ist, aber auch das kann man natürlich ausprobieren und das würde ein Urologe einem auch verschreiben. Gut, als nächstes kommt schon das Invasive. Das ist schon ziemlich invasiv, das Botulinumtoxin. Also das muss man sich nicht nur in die Gesichtsmuskulatur spritzen lassen, um jünger auszusehen, das kann man auch dort, wo es gibt ja praktisch den Schließmuskel und da gibt es einen, der die Blase entleert, den Detrusor. Und in den Detrusor kann man natürlich dann Botulinumtoxin reinspritzen, dann ist der schwächer und die Blase entleert sich nicht mehr so gut. Ist das eine gute Idee? Ich finde mal nicht so sehr. Also ich würde das nie bei mir machen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das machen die Urologen und es wird auch welche geben, die sagen, das hilft mir. Aber natürlich muss man sehen, dass das zumindest vorübergehend eine Schädigung einer Muskelfunktion ist und dass die Harnblase sich halt dann nicht mehr so gut entleeren wird. Ob das dann so hilfreich im Alltag ist, bleibt mal offen bei vielen. Dann gibt es operative Verfahren, aber vielleicht vorher noch die Neurostimulation. Also man kann Impulse setzen, Nervenimpulse auf Ebene des Kreuzbeins oder auch über einen Beinnerven, ne, den Schienbeinnerven, kann man Impulse setzen, dass der Muskeltonus vom Schließmuskel so unterstützt wird, dass er nicht so undicht ist. Und das bringt auch was. Also Menschen, die da eine fortgeschrittene Thematik haben, wo die Funktion so schwer gestört ist, dass sie mit der hormonellen Regulation nicht besser wird, ist das eine Option, um zu sagen, ich habe etwas, wo ich, das ist natürlich invasiv, also da braucht es eine Sonde dazu, ne? Die bleibt ja auch im Körper, die wird ja eingebaut. Die muss auch immer wieder dann mal sozusagen die Batterie dann verbessert werden wieder oder erneuert werden. So ganz ohne ist das nicht. Und da gibt es natürlich die Operation, dass man die Blase verstärkt, die Harnableitung versucht zu optimieren. Das ist natürlich eine sehr gute Sache, wenn ich da einen Schaden habe durch eine andere Operation, die den Schaden hinterlassen hat oder eben
wie schon erwähnt, die Geburt. Diese Grafik hier können wir noch kurz anschauen. 33% der Männer, die das Problem haben, bleiben unbehandelt. Und die Frauen gehen etwas mehr zum Arzt. Und so ist es so, dass bei den Frauen fast ein Drittel dann sagt, dass es ihnen besser geht mit diesen Maßnahmen. Das sind jetzt alle insgesamt sozusagen hineingemacht. Bei den Männern sind das aber dann nur 17%. Okay. Es ist auch gut, von den sogenannten potenziellen, also möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen zu sprechen. Die meisten haben aber was davon. Also es sind, so potenziell ist das meistens dann nicht. Und das sind natürlich tiefgehende Eingriffe, wenn ich ein Anticholinergikum nehme. Also das ist ja den häufigsten Botenstoff des Nervensystems reduzierenden Impuls, den man hier setzt. Und das merkt man vom Gehirn über die ganzen Nerven, wie sie funktionieren, aber auch verschiedenste Organfunktionen, was für Probleme es gibt. Und die Ironie der Sache ist, dass man das natürlich auch so dosieren kann, dass man dann einen Harnverhalt hat und die Blase sich gar nicht mehr entleert, weil man hier, das ist ja immer ein Gegenspielerprinzip, also ein Nervenstrang macht sozusagen die Entleerung der Blase, der andere macht, der verhindert, dass es sich entleert, und wenn ich jetzt in die eine Richtung zu stark arbeite, dann wird eine überschießende Wirkung zu vermerken sein. Und auch hier steht, dass die sogenannte Therapietreue, also dass man ein Anticholinergikum anwendet, rapide nachlässt, verwundert uns nicht, weil es einfach relativ viele Nebenwirkungen gibt und relativ schwache Wirkung. Also nach einem Monat nehmen dann nur mehr 69% das verschriebene Mittel ein, nach 3 Monaten sind es 38% und nach einem halben Jahr sind es nur 18%. Also ist natürlich erschütternd, wie schwach eigentlich oder wie schlecht die Wirkung ist. Ne? Das war hier in der Studie ganz gut zu sehen. Gut, ich möchte jetzt gar nicht mehr zu sehr hier auf die weiteren Sachen eingehen, aber das waren natürlich interessante Dinge. Ich lasse mir die Studien, die damit verbunden sind, hier stehen. Aber würde abschließend nochmal betonen, dass nach meiner Erfahrung die nervöse Blase für die meisten Menschen das erste drastische Symptom darstellt einer Nebennierenschwäche. Also das ist, wie sie erfahren, dass sie eine Nebennierenschwäche haben. Das ist das ein Hauptsymptom. Das andere ist, dass sie sagen, warum bin ich immer müde und erschöpfbar? Warum bin ich nie mehr so fit wie früher? Das gibt es auch, ist aber ein bisschen subjektiver. Dagegen, das mit der Harnblase ist ja was sehr Auffallendes. Also man fragt sich, und das ist ja auch, wenn sie jetzt mit anderen Menschen unterwegs sind, nehmen wir an, Sie machen eine längere Autofahrt und da sitzen 5 Leute im Auto, und wenn einer die ganze Zeit möchte, dass das Auto stehen bleibt, weil er auf die Toilette muss, ist das ja ein drastischer Unterschied. Ne? Also das ist ein Symptom, das sich schon sehr stark dann in das Leben einmischt. Und dann wird man bei der Beobachtung oft sehen, dass dort, wo man sich wohlfühlt, dort, wo man sich nicht zu stark verausgaben muss, dort, wo man auch entspannter schlafen kann, sich diese Problematik wieder mildert. Und das ist der Klassiker, ja, wie man auch sieht, dass eine Störung der Nebennierenfunktion durch Stress passiert, oft auch durch ein zu anstrengendes Leben oder eben zu schlechte Schlafbedingungen. Das sind die wichtigen Ursachen bei vielen Nebennierenschwächebeschwerden. Und natürlich würde jetzt ein Vorschlag, wie gehe ich damit um, wie kann ich das Problem für mich lösen, würde das mit einbeziehen aus meiner Sicht. Dass man also sagt, ich versuche nicht über meine eigenen Kräfte zu gehen, ich kümmere mich um Ruhe, um Schlaf, ich mache auch Pausen. Deswegen ist das mit dem Rauchen, die Rauchpause früher, das war ein Ritual, was von Millionen Menschen ausgeübt wurde. Und da musste man wirklich im Rückblick sagen, das war eine ganz effektive Methode, die Nebennieren zu schonen, zwischendurch durch eine Pause, wo man sich auch wohlgefühlt hat, auch sozialen Kontakt hatte oft. Ne? Und da war dann die schädliche Wirkung vom Rauch, die ja unbezweifelhaft ist, halt musste in die Gleichung mit einbezogen werden. Also wer nicht sehr viel geraucht hat, hat das ja dann nicht so stark erlitten, wie natürlich der Kettenraucher. Aber deswegen, wenn man so pauschal wie von früher her die Empfehlungen gibt, ja, Rauchen ist schlecht, ne, sicherlich ist Rauchen nicht gut, aber es wäre wichtig, im Ersatz dann so etwas zu erfinden für sich, wie die Rauchpause früher war, dass man sagt,
Wir treffen uns alle Stunden oder so und entspannen uns und machen was gemeinsam. Das wäre Nebennieren schonend. Oder der Powernap ist interessant. Ja, oder auch wirklich eine Siesta dann zu halten, untertags, um sozusagen hier die dauernde Beanspruchung der Nebenniere zwischendurch eben dann zu unterbrechen. Die Süßholzwurzel ist, wenn das mit dem häufigen Harnlassen da ist, wahrscheinlich die beste Pflanze, die es gibt, besser als die Rosenwurz, die ich sonst auch sehr viel im Einsatz habe und lobe. Aber wie gesagt, man muss bei der Süßholzwurzel schon auch aufpassen, ob nicht so eine Art Nebennierenreizung vorliegt, wo dann der Blutdruck zwischendurch auch zu hoch ist. Deswegen, bevor Sie mit dieser Arznei beginnen, wäre es sinnvoll, einfach mal den Blutdruck zu messen. Und nicht unbedingt immer zu den gleichen Zeiten, sondern man macht sich da eine Liste, wo man sagt, wie ist eigentlich mein Blutdruck, wenn ich morgens aufwache? Das möchte ich mal wissen. Wie ist er, wenn ich geruht habe? Wie ist er, wenn ich mich körperlich beansprucht habe? Und wie sieht er aus, wenn ich seelisch Stress hatte? Also was macht bei mir einen erhöhten Blutdruck? Und die Menschen, die dann in Arztpraxen gehen und dort dann die hohe Angst haben, das ist Erwartungsspannung. Das ist eine Angstthematik. Und durch diese Art von Stress, also mit der Erwartungsspannung und Angst, den hohen Blutdruck haben, die haben ja meistens eine Störung in der Versorgung mit Nebennierenhormonen, Geschlechtshormonen, die im Gehirn ihre Wirkung machen. Und das wäre ein stärkerer Hinweis, dass man hier eher auf Progesteronmangelsituationen achten muss, noch vielleicht andere Neurosteroide. Also da würde dann die Süßholzwurzel nicht die beste Arznei sein, sondern da würde man eher zur Yamswurzel greifen. Und es spricht ja nichts dagegen, einfach mal auch auszuprobieren, was bei einem so Sache ist. Beides wird in der Startdosis mit 500 Milligramm dosiert, entweder Süßholzwurzel oder Yamswurzelextrakt. Ja, und in vielen Fällen wird davon diese Reizblase sehr gut verbessert. Natürlich wirft sich manchmal die größere Frage auf, was muss man sonst so tun? Muss man sein Leben ändern? Muss man seine Ernährung ändern? Wir hatten ja schon über die Luft im Bauch jetzt mehrmals gesprochen. Gibt es andere Maßnahmen? Muss auch die Schilddrüse mal untersucht werden, weil eine Schilddrüsenschwäche ist auch eine wichtige Ursache für Nebennierenschwäche, weil natürlich beide Drüsen gebraucht werden. Genauso bin ich in einer Wechseljahressituation, wo ich dann doch ein bisschen entschiedener Geschlechtshormone anbieten muss, um wieder auf eine gute Balance zu kommen. Das sind also manchmal ein bisschen offene Fragen, aber prinzipiell haben wir jetzt hier zwei einfache Tipps gehabt bei der sogenannten idiopathischen Reizblase und möge es möglichst vielen Menschen helfen. The five you're blowing. Theatre gets dark just to start the show. You spot a fine woman sitting in your row. She's dressed in yellow. She says hello. Come sit next to me, you fine fellow. You run over there without a second to lose. And what comes next? Hey, bust a move.